Ja gut, ne? Da bin ich jetzt nicht in den Fight rein oder so. Willkommen zurück bei Paperwhite Origami King. Wir kämpfen gegen diese, ich sag mal, etwas anderen Goombas. Die kennt man ja aus zum Beispiel, kennt man aus zum Beispiel, Moment, ich muss hier noch was verändern. Also auch nicht. Ich würde sagen, ich mach mal so. Die kennt man zum Beispiel aus den alten Mario-Teilen. Oder auch, oh, wie cool. Oder man kennt sie zum Beispiel auch, haben die jetzt gemacht? Nein, passt doch so. Ah, oh mein Gott, ich weiß, warum die es gemacht haben. So, oder zum Beispiel auch aus, so, jetzt habe ich es auch mal geschafft, aus Mario Maker 2. Oh mein Gott, Leute, I'm sorry. Der gute Bobomb, Bobby, wie auch immer, will mir auf jeden Fall auch nicht helfen. Okay, die haben auch nicht mehr als normale Goombas Leben. Heißt, das wird mal wieder ein One-Kill, beziehungsweise eine Runde, die nicht mehr als eine Runde geht. Wir wollen ja heute in den Wassertempel gehen, zum Wasserpergamenton. Ich denke mal, den Fight werden wir heute nicht mehr schaffen, aber natürlich, hoffentlich, denke ich mal, den ganzen Tempel. Ja, das war jetzt ein komischer deutscher Satz, aber nun ja. Ich habe auch genau 8300, das ändert sich sowieso jetzt. Unversehrtheitsbonus, sehr gut. So, da kriegen wir ganz, ganz viele Schnipsel aus diesem Baum. Genau, ja, wusste ich noch. Vielen Dank, kein Problem. Weil die Glocke war aktiv, ne? Glocke aktiv, habt ihr sie auch aktiv? So, wir sind ja immer noch im Kastanienteil, haben den Bobby im letzten Part noch gefunden. Und rennen jetzt um unser Leben. Bobby, du schaffst das. Ah, das sind in Wahrheit Goombas. Okay, weirde Verkleidung auf jeden Fall. I'm sorry für diesen Anfang jetzt, den wir gerade hatten. Der war ein bisschen blöd. Ist doch simpel. Nee. Ah, Moment. Man muss einfach nur mehr drehen, oder? Nö, man kann nur zwei machen. Keine Ahnung, wie man es machen sollte. Vermutlich mit diesem anderen Anordnungsmodus. Aber ist egal, mein Gott. Auf, upsie, geht's. Ja, Shidi. Das dachte ich mir ehrlich gesagt schon. Alright, naja, egal. Ich töte die ja jetzt nicht mal. Dann, ich denke mal, die Stachis machen mehr Damage. Die liegen jetzt auf dem Kopf. Ich glaube, die können nicht angreifen. Den Stachis, ich töte euch zuerst. Zack. Reicht das? Nein, nicht mal. Oh je. Ah, ich habe noch einen Angriff. Sehr gut. Zumindest mal ein paar Gegner töten. Die sind jetzt zumindest eh, ja. Mit dem 1,5-fach Bonus hätte ich es geschafft. Jetzt kriege ich auf jeden Fall sehr viel Damage. Oh, die laufen nur. Ah, die machen das da. Sind das irgendwie die stärkeren Goombas? Die hier? Fühlt sich zumindest so an. Oh, sehr gut. Alright, dann die zwei. Ja, geil. Dachte ich mir schon, die können nicht angreifen, oder? Umgekickt und bewegungsunfähig. Ja, dachte ich mir. Okay, das ist jetzt Gott sei Dank einfach. Ja, eben, man braucht schon gar nicht mehr. Nun kriege ich es in ein, drei Runden hin, beziehungsweise nein. Halle, ich wollte eigentlich noch mehr anordnen. Das ist voll fies jetzt vom Spiel. Weil jetzt kann ich beide Stachis gar nicht treffen. Weil das ist ja mies gemacht, ganz ehrlich. Obwohl, nein, ich kann ja die Eisenstiefel benutzen, stimmt. Dann kann ich doch schauen. Wow, wie viel Damage. Ich hoffe, es passt. War ja klar, ne? Nur weil man keine Eisenstiefel hat. Je, ich muss mich dann auf jeden Fall noch heilen. So, jetzt bringe ich es zu Ende. Meine Güte, man kann auch Kämpfe wirklich rausziehen, ne? Irgendwann, wir gehen nach dem zweiten Tempel auch mal zurück nach Toad Town. Da sollte sich ja das ein oder andere verändert haben, so wie sich's im Hintergrund hier auch recht viel verändert hat. Wir haben jetzt schon echt viele Toads. So. Ah ja, ihr lässt sogar was. Ich glaube das einfach nicht. Okay, Mario, toll jetzt. Ich auch schon. Wie kommen wir ein paar Meter weit, bevor Bobby wieder verschwindet? Sucht er Ärger oder findet er den Ärger einfach besonders schnell? Ja, das ist echt eine Frage, die wir uns stellen. So, ich denke mal, er wird hier auf jeden Fall gleich mal wieder sein. Hey, ich hab's aus dem Pilz gerade genommen. Hat ja gar keinen Sinn. Natürlich kriege ich hier nochmal Heilung. Naja, jetzt bin ich auf jeden Fall wieder voll und würde ich alle mal in Ruhe lassen.
Solange da nichts von einem... Ah ja, Toad steht. Oh, cool. Alter. Das war gerade auf jeden Fall schön viel Geld. Okay, ich kann da gar nichts tun. Mhm. Hä? Muss ich das verstehen? Achso, ist ja hier unten längs, ne? Ja. Nee. Ist auch nur sowas. Das hätte ich ja zum Beispiel komplett übersehen. Was ich mich gerade frage. Nee. Da geht's nicht längs. Alles klar. Okay, so geht's. Naja, ich kämpfe gegen jetzt sie. Weil die haben mich gerade so genervt, die müssen jetzt besiegt werden. Ganz einfach. Zack. Nochmal einen schönen 5er Damage. Okay. Was ich hier sehe, ist eigentlich auch nicht so schwer. Mhm. Ich würde ehrlich gesagt so machen. Ah ja, und den. Ja, ja, ist richtig sogar. So. Easy. Das wird jetzt auch wieder ganz flott gehen. Einmal Stiefel, einmal Hammer und Rukizuki. Ist das dann auch vorbei? So. Weil ich möchte jetzt eigentlich schon heute in den Tempel kommen. Ich bin ja auch gespannt, wie lang dieses Kastanienteil hier noch geht, ehrlich gesagt. Boah, 18 Damage ist schon echt. Ist schon ziemlich gut, würde ich mal sagen. Also ist, ja, nicht schlecht auf jeden Fall. So, ich habe es zwar nicht gebraucht, aber jetzt habe ich auf jeden Fall neue Splitter. Alles klar, da muss ich mich runterfallen lassen. Wahrscheinlich wird da Bobby sein. Ist das überhaupt so weit? Ja. Wir müssen ja alle löschen. Alle lösen, wie auch immer. Ah. Nicht hier tot. Wait, what? So, Bobby ist auf jeden Fall auch da oben. Bevor ich jetzt die Röhre betrete... Ich weiß nicht, wo hier der Pilz sein soll. Ah, Moment. Ah, so doof. Nee, nicht so, sondern so. Hier ist er nicht. Hä? Ja, ah, oh mein Gott, da ist ein Loch. Ja, okay. Das ist bloß absolut schwer zu erkennen. Und ziehen. Alright, hi. Oh, vielen Dank, diese Kastanien sind ja wirklich zum Nicht zum Aushalten. Wenn du mal wieder Kastanien aus dem Feuer holen musst, drücke ich schon Pilzpause einzulegen. Okay. Frag mich gerade, geht's hier noch links? Nee, 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 da fliegt man runter. Oh, ich liebe einfach dieses Gebiet hier. Das ist so bezaubernd einfach nur. Das ist die Frage. Ich denke mal, ich muss... Ja, genau, da ist Bobby. Ah, cool, alle grundlosen Löcher haben wir hier jetzt auch. Okay, ich denke mal, hier geht es dann weiter. So, das heißt, wir müssen durch die Röhre. Ach, die schießen die Kastanien auch. Alright. Ja, die Röhre schiebt uns jetzt da hoch. Das war mir schon klar. Ah, ah. So. Haben wir uns das gespart und jetzt komm runter. Warum? Also nochmal. Bobby, jetzt ist es doch nicht dein Ernst hier. Wo bist denn du jetzt? Sag jetzt nicht, er ist da runtergerollt. Oh mein Gott, wie kann denn sowas passieren? Er sollte echt mal besser aufpassen. Also jetzt mal no joke. So, also gehen wir nochmal zurück. Ich bin auch gespannt beim Tempel. Ist er jetzt hier irgendwo? Da hinten kann Bobby nicht sein. Unmöglich, dass er so weit gekommen. Oh wow, okay. Ich bin halt auch gespannt jetzt, wie lange das noch gehen wird und warum ist Bobby so unvorsichtig, ganz ehrlich. Ich habe übrigens noch nicht alle Toads, ne? Ah, hier ist auch nochmal was. Nur Herzen, okay. Wie kann ich ihn eigentlich übersehen haben, ist die Frage. Bobby? Er hat sich einmal wieder schlafen gelegt. Moin! Ich würde euch eigentlich noch hitten, aber okay, dann nicht. Solange es nur... Ja, oh, das ist ja eine Mini-Schar. Alles klar. Ich hatte gerade eigentlich, ehrlich gesagt, keine Ahnung.
Ich vermute mal. Ja, so muss es gehen. So, und dann jetzt wieder zurück. Eine Mini-Rolle, wirklich. Ich denke mal, es werden mehrere Phasen hier geben, weil die Phase ist ja mal zu einfach. Wir haben auch schon wieder 1000 Münzen heute kassiert. Das ist echt super krass. Ah ne, das war's tatsächlich. Okay. Mini-Fight. So, Konfetti nehme ich mit. Bitte mehr Kastanien. Ach, sieh dir das nur an. Wir haben die ganze Gegend nach ihm abgesucht und uns die schlimmsten Dinge ausgemalt. Und er schläft hier ganz friedlich. Stups ihn mal sachte an, Mario. Da oben war gerade noch ein Toad. Die Frage ist, wie man den bekommen soll. Hm? Oh, hallo, okay. Ich habe die Abkürzung gefunden, die ich den Hügel runtergekurbelt bin. Toll, oder? Ich habe richtig lange gebraucht, um hierher zu kommen. Da bin ich wohl etwas weggenickt. Zum Glück haben wir dich gefunden. Bin ich froh, dass wir jetzt nicht mehr suchen müssen. Müssen wir nicht, oder? Dann lass uns jetzt endlich zum Tempel des Wasserpergamentons gehen. Klingt gut. Nicht weggehen, Tempel des Wasserpergamentons. Wir sind auf dem Weg. So, doch zuerst. Der ist super einfach. Bitte sag, das ist der letzte. Er sagt gar nichts. Doch, ja, perfekt. Wir haben hier auch das alles. Ich glaube, wir haben hier tatsächlich alles gefunden. Kann es sein? Aber es war sogar richtig. Ja, ah gut, einen Block haben wir nicht gefunden. Okay, doch gehen wir zum Tempel. Ich denke mal, hier ist das Ende, oder? Ich könnte mir nichts anderes erklären, als dass wir jetzt bei diesem Tor rauskommen und genau dann in den Tempel gehen können. Oder? Ah, hier sind noch ein paar Löcher zu stopfen. So. Tatsache, wir können jetzt dieses Pflaster lösen. Aber ich finde es cool, wie sich immer die Wege so langsam öffnen. Zack. Und bevor ich da jetzt nicht mehr zurückkomme, gehe ich mal hier noch längs. Oh nice, endlich mal wieder ein Tausender. Das gab es jetzt auch schon länger nicht mehr. Sehr gut. Alright. Da oben ist ein Toad, aber ich denke mal, das ist einer, den wir gefunden haben. Und dann geht's ab in den Wassertempel, Leute. Ja, ich freue mich schon. Kastanienthal hat sich jetzt tatsächlich mehr rausgezögert, als ich dachte, aber ja, so ist es halt. So, das Tor bleibt auch offen, das heißt, man kann da jederzeit auch von der Seite jetzt hin. Ich weiß auch gar nicht, ob man nochmal von der Brücke springen kann, ehrlich gesagt bezweifle ich es. Aber genau, so, es geht jetzt eh darum, dass wir auf jeden Fall mit Bobby das Tor öffnen können. Ne? Ah ja, ja, sehr gut. Also Bobby, stell dich auf den anderen Schalter. Alles klar? Kein Problem. Damit eröffnet uns sich der Weg. Und wir gehen in den Wassertempel. Bobby, kommst du nicht mit in den Tempel? Was ich? Natürlich würde ich gern diesen finster bedrohlichen Tempel begleiten. Da zittere ich nur vor Vorfreude. Aber leider bin ich vor vielen Scheiterdrücken ziemlich erschöpft. Darum ruhe ich mich bitte bis später dann aus. Bis später, ne? Alles klar, das heißt, wir gehen mal wieder alleine mit Olivia in den Tempel. Ich bin echt gespannt, was uns hier erwarten wird. Tempel des Wasserpergamenton. Hey, sieh dir mal diesen Steindrachen da hinten an. Das Wasserpergamenton. Bobby verfasst wirklich was. Ja, schaut hier nochmal stimmiger aus als beim letzten Mal, muss ich sagen. Ah, ich komme da noch gar nicht hin. Da sehe ich auf jeden Fall einen Toad da unten. Wir speichern auf jeden Fall als erstes und da komme ich auch nicht runter. Alright, das erinnert mich jetzt noch mehr an Zelda als jegliches anderes, was wir davor hatten, ganz ehrlich. Hier komme ich auch weiter. Aha, da ist ein kleiner Toadie. Den befreien wir doch gleich mal. Du hast meinen wertvollen Schnipselvorrat auf meine Rettung eingesetzt. Übrigens, Schnipsel, die einem grundlosen Lachfallen verschwinden nicht alle. Also mach dir keine Sorgen. Hä? Achso, das heißt, die kommen wieder zurück, wenn man sie aus Versehen macht. Oh. Das habe ich nicht gewusst. Was? Mein Beutel ist ja auch leer. Oh no. Naja. Sollte nicht so schlimm sein. Oh, was bist du denn? Eine Krabbe. Okay, ich habe schon gesehen, ich sollte sie nicht mit Stampfen ankreuzen, ja.
Da sollte ich jetzt aber mehr als einen. Ich sollte zwei Züge haben, ja, genau. So. Und so. Easy. Denn der Hammer, da stößt sich Mario nicht in die Füße an. Ah, ist auf jeden Fall cool gemacht, dass verschiedene Gegner verschiedene Sachen haben, die man drücken muss. 15. Das war klar. Ich dachte schon, die kommen jetzt viermal, ne? Aber es ist alles gut. So, diesmal, oh Gott, diesmal hätte ich es fast wieder verkackt. Also man geht immer, oh, ups, nein, nochmal zurück. Man geht irgendwie immer lieber nach auf die Taktik, dass man alles hintereinander sitzt. Also ich zumindest, obwohl der Hammer eigentlich mehr Damage macht, ne? Also im Prinzip macht es überhaupt keinen Sinn, wie ich es mache. So, ihr habt nur noch ein Leben, das nervt mich jetzt. Wow, Ordnungsbonus, super. Oh ja, ich krieg Vorrat und endlich wieder Glitzer-Eisenstiefel. Sehr gut, die werde ich jetzt gleich mal ausrüsten. Ja, okay, sie freut sich schon aufs Wasserpack, mein Ton. Ich möchte aber die Glitzerstiefel hier. Oh, das ist eine neue Art, sehe ich gerade. Krass, sind es alles? Ne, noch ein paar Hämmer, alles klar. Oh, wie idyllisch das alles hier ist. Nein, ihr prankt mich nicht. Ich brauche jetzt keinen. Ich brauche euch jetzt noch nicht. Hallo? Doch ganz klein in die Richtung geschossen. Oh mein Gott. Okay. Es gibt auch verschiedene Farben. Alles klar. Es geht hier ab. Ah, oh mein Gott, ein Schieberätsel. Wie cool. Nee, Moment. Ich bin aber ehrlich gesagt nicht so gut in sowas. Aber ich glaube, das ist hier einfach ganz simpel. Fehlt hier nicht was? Ja, hier fehlt was. Das ist nämlich so richtig. Was soll das denn sein? Wahrscheinlich muss man da irgendwas mit einem anderen stecken und dann mit noch etwas anderes machen. Aber ich weiß nicht, was man damit anfangen soll. Alright, da lohnt es auf jeden Fall auch einer raus. Hier geht's weiter. Oh, okay, cool. Die Frage ist, erstens, was war das für eine Olivia-Erklärung? Nee, und was ich mich eigentlich frage, warum das hier alles so wieder cool ist und der Soundtrack ist wieder mega gut gemacht, wirklich. Also, wow, ich genieße den kompletten Soundtrack von vorne bis hinten, sowas von. So, oh. Der hat diesen Stein, den wir brauchen. Kommst du jetzt wieder hier? Er sagt ja immer, woanders kommt. Aber ich frage mich noch. Hier. Ein Powerblock. Ah. Oh wow. Serious. Sobald ich den blauen sehe. Also beziehungsweise der mit dem Stein. Sehr gut. Schnell, 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 schnell. Jawohl. So, der kriegt jetzt erstmal kurz was drauf. Und dann hole ich mir den Stein. Ah, die sind sogar jetzt alle auf dem Kopf. Oh, was für ein nice. Hey, wie cool. So. Ja, hier muss ich. Moment. Oh, wie fängt man denn hier am ersten an? Ehrlich gesagt weiß ich das nicht. Nö, Moment. Ja, komm. Why not? Ich hab genügend Geld, hilft mir mal hier 5 Toads. Nicht Damage, Mensch, das hat mir jetzt gar nichts gebracht, ehrlich gesagt. So, dann, boah, ey, das ist gar nicht so leicht, wirklich. Ey, was mach ich jetzt? Ja, keine Ahnung, passt schon. Darf wahrscheinlich nur zweimal angreifen, ne? Ja, dachte ich mir. Egal, ich gehe auf jeden Fall mit dem Hammer mal drauf. Ich hoffe, der hält noch ein bisschen was aus. Damit die auf jeden Fall tot sind. Ja, passt. Die Blau... Was? Blau lebt noch? Oh mein Gott. Stachelige Gegner. Stärker und stylischer als Star... Okay. Geeignet... Aber nicht geeignet... Ja, geil, dass ich das erstmal probiert habe. Wir machen jetzt das einfach mal so. Das haben wir noch nie probiert. Aber ich würde es dann tatsächlich hier benutzen mal. Wie macht denn das?
Aber wie gesagt, noch nie, deswegen let's go. Ah, oh mein Gott, Feuer Mario, wie cool. 20 Damage, ja, hätte ich das gewusst. Wie cool, es gibt einfach Mario Power-Ups. So, alle auf dem Boden, deswegen kann mich keiner angreifen. Perfekt. Und nun sollte ich das ja hoffentlich mit dem Ordnen, ja, hinbekommen. Ich würde halt den hier nach vorne packen. Und dann jetzt, ja, ich hab's. So, und dann so. Sehr gut. Und jetzt muss ich nur mit dem Hammer gescheit treffen und dann hat sich die Sache auch schon gegessen hier. Frag mich halt, ob die nochmal mehr Damage bekommen. Nein, natürlich. Ich darf ja nochmal angreifen. Nein, darf ich nicht. Oh, serious. Wann greifen die denn an? Wieso sind die jetzt eigentlich alle blau, ist auch die Frage. Ah, das war ihr Angriff. Oh, das ist ja praktisch. Nein, Moment. So. Keine Ahnung, warum es manchmal so komisch gemacht ist. Okay. Sag ja, braucht's gar nicht, ganz ehrlich. Hätte auch wieder andere Angriff ausgereicht. Die haben ja ein Leben gehabt noch. So, dann hole ich's mir. Kanalkachel von einer diebischen Krabbe zurückgestibitzt. Was ist das wohl für ein Ding? Haben wir nicht irgendwo etwas gesehen, wo das genau reinpasst? Hm, wo war das noch? Ja, ich... Schon logisch, genau deswegen habe ich es gemacht, stell dir vor. Ich frage mich halt, was das bringt. Also ich hoffe mal, es bringt hier nichts, alle zu besiegen. So viel zum Thema. Nee, nochmal mache ich das jetzt nicht. Obwohl das eine kleine Schar ist. Ja, bevor die Flucht noch scheitert, mache ich es halt jetzt, mein Gott. So. Und dann mit den ganz starken Stiefeln, Glitzer-Eisenstiefel. Die sollten auf jeden Fall... Ich weiß nicht, warum Glitzer hier stärker... Oh mein Gott, ist in dem Spiel... Was zum Teufel? Okay, die sollte ich mir vielleicht auch sparen. 25. Naja, habe ich das halt wegen 2-3 Münzen gemacht. So, und dort... sorry... Passt es jetzt perfekt rein. Ich hoffe, das wird nicht resettet, weil, ja, das war eigentlich schon richtig, glaube ich. Na klar, die Kachel, die wir gefunden haben. Jo. Ich hoffe, sowas gibt es hier öfters. Das ist ganz cool eigentlich. Mhm. Nee, aber jetzt müssen wir es erstmal wieder so anordnen, weil natürlich wurde es nicht gespeichert. So, so, so und jetzt, ja. Perfekt. Ja, noch ganz einfach, weil es halt nur ein 2x2-Feld ist. Ne? Zack. Und damit aktiviert sich das und es fließt Paperwasser. Geschafft, seht ihr nur das ganze Wasser an, wo das wohl hinfließt? Das frage ich mich auch. Oh, boah, Gott sei Dank. Sehr gut. Ich frage mich halt, ob ich ins Wasser darf. Testen tue ich es jetzt mal nicht. Es ist halt theoretisch auch aus Papier und die Cheap Cheeps dürfen da ja auch sein, ne? Aber, ja, ich will es jetzt gar nicht probieren, ehrlich gesagt. Bei den Fights, den können wir auch entgehen. Also die Rohre haben sich, glaube ich, vorher noch nicht bewegt, ne? Ja. Ah, okay. Verstehe. Da ist auch ein Mini-Schatz. Oh, und das fängt sich an zu drehen. Und jetzt kann ich in andere... Ah, ich kann jetzt nicht mehr raus. Oh, das Maul des Wassers, Pergamenton, steht halb offen. Jetzt sieht es ganz überrascht aus, oder? Vielleicht, weil das superschwere Kachelrätsel gelöst ist. Okay, das interessiert mich jetzt schon, wie das ausschauen wird, das Wasser, Pergamenton. Schaut halt sehr nach einem... Cool, dass sich das jetzt durchgehend bewegt. Schaut sehr nach einem... ja, nach einem Drachen aus. Hey, sieh dir mal die Beißerchen an. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie cool der Drache aussieht, wenn sein Maul komplett offen ist. Oha. Ja, sie freut sich schon. Ich freue mich auch auf jeden Fall schon auf den Fight, weil Bosskämpfe sind auf jeden Fall eins der coolsten Dinge in diesem Spiel. Zumindest bis dato. Komm. Ja. Sehr gut. Also, wie ich den Tod da um mir holen soll, boah, das ist halt noch eine Frage, die mir noch nicht beantwortet wurde. Ist. Aber ja. So. Ja, hier kommen wir auf jeden Fall runter. Das ist zumindest doch mal was. Ah, der kommt einfach aus dem Nix, ne? Einfach aus dem Nix, Mann. Naja, oh cool. Wir haben auch Cooperlinge.
Die ist ein bisschen einfacher. Die Anordnung ist natürlich hier super einfach. Zack, einfach zwei Hämmerchen und dann sollte das hoffentlich ja vorbei sein. Die sind sowieso noch einfach. Da kann ich jetzt dieses Exzellent nochmal probieren, weil ich muss es jetzt hinbekommen. Ja, das war spitze nur. Zum 16. Ah, weil ich den 1,5-fach Damage habe. Ja, passt trotzdem. Dachte ich mir. Sehr gut. Und dafür bekomme ich 300. Das ist ja nicht schlecht, ne? Und nochmal meine Splitter aufgefüllt. So. Aber eigentlich habe ich das Ganze hier nur deshalb gemacht. Habe ich aus der Cutscene gesehen. Nummer 37, Gastronomie, Kühlschrank. Sehr gut. Ehrlich gesagt bin ich schon wieder bei dem Zeitpunkt angekommen, wo ich mir schon wieder denke, 100%? Ja, nein, ich weiß es nicht. Oh, das geht tatsächlich so. Oh, und da ist ein Schatz drin. Das ist meine Rettung, Mario. Zum Glück hast du mich bemerkt. Ich dachte schon, ich könnte die Tage als Felsdeko in diesem nasskalten, vergessenen Tank zerbringen. Oh mein Gott, ist das... Ja, sehr gut. Damit haben wir 80 Leben. Teilweise schon echt random, ne? Hm, ich glaube, deine KP hat sich schon wieder erhöht, Mario. Und stärker wirst du obendrein. Ach, meine Rettung geht nichts zu... ist mir richtig zu Herzen. So sehr, dass ich dir ein Herz erschienen ist. Ich wusste gar nicht, dass ich das kann. Wenn ich etwas übe, erscheint vielleicht noch meine Pizza, wenn ich ganz hungrig bin. Ah, das wäre so eine Traumvorstellung, ne, lieber Toad. So. Das heißt, ich muss hier nochmal runter. Oh Gott. Ich hab's geschafft, cool. So, die Frage ist halt, wie ich da reinkomme. Ehrlich gesagt. Ja, okay, jetzt muss ich wahrscheinlich... Nein, muss ich gar nicht. Ah, cool. Okay. Sehr gut. Okay, das heißt, es muss hier irgendwie anders funktionieren. Ah, nein. Okay, irgendwann war es klar, dass es passieren wird. Ganz ehrlich. Ja, wie viele Gegner denn auch und wie verteilt vor allem auch. Die Flucht gelingt mir halt tatsächlich zu selten, oder? Ja. Ich probiere es. Er fliegt wahrscheinlich wieder aufs Mull. Ja. Ja, geil. Egal, ich habe jetzt mehr Leben. Ich bin sehr zuversichtlich. Ah, wie cool. Als ob sie die rausnehmen. Sehr gut. So, das kann ich mir leisten. Ah, ich dachte schon, die greifen jetzt nochmal an. Wisst ihr, was ich mache? Ich gönn mal. Kommt her, Toad. Als ob einer getroffen hat und mich einer heilt. Ja, wow. Super. So. Ah ja, und... Nee, nicht die Reihe, sondern... Nee, eigentlich will ich gar nichts mehr verändern. Nicht richtig? Naja, egal. Hier muss ich ja mit Stiefeln. Ja, ich kämpfe jetzt doch mal, mein Gott. Und ich sehe schon, ich könnte gerade doch noch mal was verändern, ehrlich gesagt. Aber egal. So, dann gehe ich auf die, dann sind nämlich die alle draußen und dann gehe ich noch auf die Koopas. Die sind ja auch am einfachsten eigentlich zu besiegen. Aber ja, also die Torts sind auf jeden Fall eine coole Erneuerung. Ich finde es mega... Also ich weiß gar nicht, ob die früher auch im Kampf benutzt wurden. Ich sage Neuerung und die wurden nicht mehr benutzt. Nicht dein Ernst. Die sind nicht mal tot, ich dachte, die werden jetzt weggekickt. Das wird wahrscheinlich erst beim nächsten Mal so sein. Das heißt aber, wir haben jetzt auch nur noch 4 Gegner. Weil der ist jetzt weg. Jetzt noch ein Luftangriff. Oh. Also, ja, man nennt mich aus den Ausweichmeister, den Blockmeister. Alright. 3 Züge, ja. Sind. So und doch so. Nein? Wie soll man das in einem machen? Ist das ein nerviger Fight? Oh mein Gott, das überlebt jetzt einfach einer. Ich hätte es weiter versuchen sollen. Ja, super. Ah. Ich hätte es weiter versuchen sollen zu flüchten. Aber egal, jetzt haben wir es. So, los. Wir bringen es endlich zu Ende. Oh mein Gott. So ein unnötiger Kampf. Da will ich jetzt schon mindestens 300, 400, 400 Münzen. Danke für gar nichts. Und ich wollte ihn halt nie anfangen, ist das größte Problem daran.
So, okay. Ab in den neuen Bereich. Ich weiß noch nicht, also ich denke mal hoffentlich, dass es sich das noch erschließt mit der Kiste. Und dass ich sie vor allem nicht verpeile. Ah, Tatsache. Oh, cool. Das war jetzt eigentlich geraten, dass das so funktioniert. Ich wollte gar nicht springen. Oh mein Gott, sind diese Krabben nervig. Der Fight geht jetzt wenigstens noch zeitlich recht easy. So, irgendwie nur die, wo storybedingt sind, sind ein bisschen nerviger. Ah, krieg ich das hin? Bitte nicht 14 Damage. Jawohl. Oh, stimmt, ich habe ja sowieso den 1,5-fach. Bonus, die sterben nicht mehr. Ja, ich gehe auf die, weil die sind stärker. Was? Als ob die 20 Leben haben. Are you serious? So, ich brauch's gar nicht. Okay, aber die anderen werden zumindest jetzt direkt tot sein. Oh, das hat sogar noch geklappt. So. Hätte ich das jetzt verkackt, weil irgendwie hat es nicht funktioniert. So, auf jeden Fall ihr. Jetzt muss ich es halt nochmal hinbekommen. Was soll denn das? 20 Leben haben schon die stärksten Gegner, die wir jetzt gesehen haben. Nein. Oh, es reicht. Gut. 300. Und dafür kriege ich jetzt 300. Also, ich verstehe es nicht. Bin ich hier? Gibt es keinen Ansprung? Oh, aber es geht hier hoch. Und hier bekommt man den Powerblock. Nummer 39. Hier geht's schnell nach unten. Ja, aber ich möchte schon alles haben. Auf jeden Fall. Da vorne ist nochmal aber eine Heilung. Das ist gar nicht schlecht. Okay. Ich würde sogar sagen, das war's für den heutigen Part von... ja, Paper Mario The Origami King. Wenn er euch gefallen hat, dann sehen wir uns im nächsten Part hoffentlich schon bald wieder. Und ja, dann würde ich sagen, bis dorthin und bye bye.